Ja, du bleibst mal kurz eine Sekunde hier, denn ich wollte auch noch zwei Worte sagen. Und zwar, wie du gerade sagtest, eine Freundschaft verbindet, dass man gemeinsam eine Challenge und sowas hat. Und als wir uns kennengelernt haben, waren wir eigentlich beide noch recht broke. So, das heißt, wir haben bei dem damaligen Programm von Sam Owens waren wir beide drin. Und dann haben wir uns ein bisschen gechallenged und so. Und dann meine ich so, Facebook ist doch voll scheiße, mach mal YouTube und so. Und dann hatten wir so gemeinsam diese Challenge-Monate und so, die dann vorangegangen sind. Und Maron war immer auch so schön, ein paar Schritte voraus und so. Und dann dachte ich mir, jetzt ziehe ich mal ein bisschen nach. Und dann haben wir auf einem anderen Punkt mal überholt und so. Und dann war das so ein geiles Geben und Nehmen, sodass wir uns eigentlich lange Zeit aber auch gar nicht live gesehen hatten. Und seit diesem Jahr ist die Frequenz sehr hoch gegangen. Und das freut mich richtig doll. Und danke, dass du die Plattform mir geben möchtest. Und wir haben noch was ganz, ganz Kleines vorbereitet, wo wir später noch drüber reden können. Und hat jemand schon mal ein YouTube-Video von mir gesehen? Eventuell? Ja, also da sind auf jeden Fall Google Docs immer nur drin, weil ich ganz schlecht bin in Grafik und Design. Und ich dachte mir, weil hier so viele Grafiker sind, kann ich mich nicht so tun, als könnte ich es. Deswegen mache ich es einfach nicht. Deswegen wird das hier jetzt ein Google Doc über Content. Das wird sehr viel Content und danach gehen wir auf jeden Fall in Fragen und so über. Und ich denke mal, ich stelle mich dahin, hau ein paar Sachen raus und wenn irgendwelche Fragen dabei rumkommen, dann beantworten wir die am Ende. Los geht's. Also, der Titel des Vortrags ist ja 1 Million Euro Leads über Paid Ads Funnel, aber eigentlich ist das ganz schön tief gestapelt, denn es sind über 10 Millionen Umsatz mit einem 5 Minuten VSL gewesen. Und das kann ein Beweis dazu. Wir haben von ClickFunnels den 10 Mio Award bekommen für über 10 Millionen über einen einzigen Funnel. Das hier war der erste 1 Mio Award von ClickFunnels, den wir bekommen hatten. Und jetzt wächst die Wand immer ein bisschen mehr. Und ihr seid die Ersten, die das hören. Wir haben nämlich vor kurzem jetzt die Bestätigung bekommen, dass wir den 25 Mio Award bei ClickFunnels bekommen haben. Und somit einer von... Denn während es seit Jahren heißt, es gäbe nur 17 Awards von dem hier, und ich kenne mittlerweile schon über 17 Leute, die den haben, gibt es jetzt wenigstens nur wirklich 3 Leute in Europa, die den haben. Deswegen an alle, die das irgendwie hören, wenn wir es auf YouTube klatschen, sorry. Also, Intro. Wir haben bei Iron, das ist meine Firma, Iron Media, über 10 Millionen Euro Umsatz mit einem einzigen Funnel gemacht, an dem wir seit 3 Jahren fortlaufend arbeiten. Und in dieser Keynote will ich von 0 auf 10 Mio alle Stages durchgehen, die aktuellen Probleme aufzeigen und vor allem anführen, was wir aufhören mussten zu machen und was die Strategie ab jetzt fortlaufend ist. Zusammengefasst, passend zu diesem Event, wie ich vom Freelancer zu einem Unternehmen mit über 500.000 Monatsumsatz gekommen bin und wir haben eine durchschnittliche Marge von 60%. So, Backstory zu mir. Sebastian Schilinski, Founder Iron Media. Ich habe auch eine Holding Company, die ist aber jetzt nicht so relevant. Bin bald 30, habe einen 50er Bizeps und mag Porsche. Wie gerade erwähnt, 2023, 1 von 3 25 Millionen ClickFunnels Awards, den 2CCX Awards für 10 Millionen. Früheres Leben, ich bin Jurist mit Schwerpunkt IT-Sicherheit und Datenschutzrecht. Habe von 2013 bis 2016 mein Geld in dem Jurastudium mit ein bisschen Black Hat Affiliate und SEO verdient. Wer mal auf einer Pornoseite damals ein paar Pop-Up-Werbungen gesehen hat von sehr übergewichtigen Frauen, da haben wir sehr viel Geld mitgemacht. Von 2016 bis 2020 war ich CMO von 2 Fitnessbrands, die am Ende eine 8-stellige Firmenwertung bekommen haben. Als dann Corona losging und dieser Fitness-Hype sehr stark abgeflacht ist, habe ich richtig Panik bekommen und dachte mir, ach du Scheiße, Fitnessstudios machen dicht, Klumpenrisiko, ich muss da raus. Habe meine Shares also in die Founder zurückverkauft und bin dann von 2020 bis 2023 mittlerweile CEO einer der schnellst wachsenden E-Com-Growth-Firmen geworden, haben über 500 Kunden betreut, ungefähr 1 Milliarde Umsatz für die Brands generiert. Letztes Jahr haben wir im Schnitt täglich 164.000 Euro in Ads ausgegeben und verwalten jetzt gerade 3 Millionen Euro Adspend im Monat auf Google, 2,5 Millionen auf Meta, 1 Million auf TikTok und 6-stellig auf Native und Pinterest. Wer das Tracking-Tool HiRoS kennt, das ist so das Tracking-Tool eigentlich so international, sind Top 3 HiRoS-Partner weltweit mit 100 aktiven Accounts und wahrscheinlich der am meisten kopierte Marketer Deutschlands. Und wer das auf YouTube sieht, sorry, ich habe es gesehen. Was wird verkauft? Also was machen wir bei mir in der Firma? Ist ein Growth Consulting für E-Com-Brands ab 1 Million Jahre Umsatz. Wir helfen ihnen von 7 auf 8-stellig zu gehen durch den Aufbau von Lean Inhouse Marketing Teams, machen sie also agenturunabhängig und pushen alle Ad-Channels zum Maximum in kürzester Zeit. Allerdings war das nicht immer so. Die Phase 1, als wir die Sache gestartet haben, und ich stehe auf bescheuerte Memes und jetzt gehen wir eine Pokémon-Evolution durch, frisch aus meiner Zeit als CMO bei Road to Glory und BAM Supplements habe ich angefangen als Freelancer neu zu beginnen und bei Brands im Fitnesssektor Facebook-Ads zu schalten. Es war rein organische Kundengewinnung durch die aufgebaute Referenz, die ich hatte. Ich hatte kein klares Offer. Wir haben Pakete zwischen 3.000 und 6.000 Euro verkauft und monatliche Retainer von 2.000 Euro. Das Ziel in dieser Stage war, ich muss ein Offer finden, ich muss eine Nische validieren und ich muss Kapital sammeln, weil ich mir vom Geld des Exes einen Porsche gekauft habe und meine Amex nicht wollte, Amex mich nicht wollte damals, um den Adspend zu finanzieren. Also musste alles gebootstrapped laufen. Monatsumsatz an der Stelle 30.000 bis 60.000 Euro. Und die großen Learnings in der Phase waren,
Mit relevanten Referenzen kann durch gezielten Outreach an Keyplayer recht simpel Neugeschäft generiert werden. Das heißt, wenn man eine Case Study hat im Fitnesssektor, war das eigentlich nur folgelogisch, dass ich danach Brands aus dem Fitnesssektor aufnehmen konnte, um für die Facebook-Ads zu schalten. Es wurde dadurch, dass sehr viele verschiedene Kunden dann noch reingekommen sind, Branchenexpertise aufgebaut durch die Vielzahl an verschiedenen Kunden. Dadurch konnte ich auch endlich mal definieren, wer jetzt so diese Kopfschmerzzone an Kunden sind, die man auf keinen Fall hätte annehmen sollen. Und es gab ein paar Stresstests unternehmerisch, weil man falsche Kunden aufgenommen hat mit Refunds, nervigen Clients und allem, was dazugehört. Das Positive in der Phase, weil das klingt jetzt alles viel negativer, als es ist, man hat Kapital angesammelt und konnte mit Ads starten, weil ich ein Mann-Team war, ohne laufende Kosten. Und das ist auch ein großes Learning an der Stage. Bevor man erstmal 30, 40, 50.000 Euro Umsatzvolumen organisch hinbekommen kann, würde ich persönlich gar nicht mit Ads starten, denn man braucht einfach Kapital, um unemotional in die Ad-Channels zu gehen. Denn als diese Phase hier durch war, weil das dauerte ein bisschen, wie man rechnen kann, war das die Phase von 300.000 Euro Gesamtumsatz bis zu der ersten Million, die über ClickFunnels kam. Ich habe damals bei Alex Becker, das ist so der witzigste Marketer, den man sich so vorstellen kann, eine Mastermind gekauft, zu der Zeit, bevor er Hyros gebaut hat. Denn das Goal von mir war, ich wollte YouTube-Ads lernen von einem der besten Marketer mit dem dümmsten Humor. Und wer Alex Becker nicht kennt, sollte ihn mal bei YouTube eingeben. Der Typ ist wirklich verdammt witzig. Ich habe den Funnel gelauncht, über den wir heute sprechen, auf YouTube-Ads. Da kam dann auch später der Link zu Maron. Und es war ein ganz klassischer Opt-in-Funnel, wie man ihn so kennt. Man sieht eine Ad, man kommt auf eine Landingpage, auf der Landingpage wird was versprochen, danach kommt ein VSL, also ein langes Funnel-Video, was im Prinzip den Leuten sagt, was wir machen, und dann wurde ein Call gemacht. Und wenn man mit einem Opt-in-Funnel startet, ist das Einfachste für den Opt-in, dass man einfach anfängt mit dieser typischen Gleichung hier, nicht diese Cringe-Gleichung, hallo, ich helfe X dabei, das zu machen. Das funktioniert in Ads nicht so gut, weil dafür gibt es 100 Leute, die das selber anbieten, sondern wie ich mit einem Mechanismus ein Ergebnis erreicht habe und das mit Zielgruppenrelevanz. Das heißt, als wir mit Facebook Ads gestartet haben, für Brands, gab es natürlich schon Leute, die Facebook Ads für Brands machen. Was wir dann überlegt haben ist, wir haben einen ganz coolen Mechanismus, wir haben nämlich eine Media-Buying-Strategie gehabt, wie man mit ganz wenig Targeting eigentlich Facebook die Sache für einen abnehmen lassen kann, und dementsprechend haben wir dann den Opt-in-Claim gehabt, wie wir eben mit diesem Mechanismus die Ergebnisse, die wir organisch erreicht haben, erzielen konnten. So, danach kam ein VSL-Video, was eigentlich nur die drei Schritte im Skalieren von Facebook-Ads erklärt hat und den neuen Mechanismus, den ich mir gerade ausgedacht habe, als Lösung präsentiert. Dann direkte Call-Buchung auf Calendly. Und die Zielgruppe, die da waren Dropshipper. Es gab eine Goldgräberstimmung in Facebook-Ads und alle wollten irgendwelchen geheimen Facebook-Traffic-Hacks lernen. Das Ergebnis aus der ersten Phase, und das war wirklich sehr stiefmütterlich gebaut, es gab einfach nur Opt-in-Claim, VSL und Calendly-Buchung. Wir sind auf 300 Euro Ads von einem Tag gekommen. Wir haben rein vom Umsatzvolumen den ersten 100.000 im Monat gemacht und die Funnel-Statistiken waren ein 4x auf Cash und 8x auf Revenue. Und dann am Ende des Tages auch der erste ClickFunnels Award für damals 800.000 Euro Umsatz. Das hat dann gereicht, um 1 Million Dollar daraus zu machen. Die Learnings aus der Phase waren, der perfekte Opt-in, also das perfekte Versprechen für Ads, um die Leute klicken zu lassen, ist eine realistische, du hast was verpasst, sorry, mit einem unbekannt klingenden, aber gleichzeitig nicht unrealistischen Erklärung. So, das heißt, wenn Maron sagt, 500 Euro die Stunde als Freelancer verdienen mit unserem Angebotsschema, dann ist genau das ein Opt-in-Versprechen, was die Leute neugierig macht, damit die denken, okay, Ergebnis, 500 Euro die Stunde, krass. Womit? So, weil wenn man da keinen Mechanismus hat, ist das einfach nur ein loser Claim. Mit einem Mechanismus, und dann gehen die Leute auf diesen Funnel, um diesen Mechanismus halt zu lernen. Und das ist halt im Prinzip die Psychologie, die man sich dazu nutzen machen sollte, um am Ende des Tages die Leute in den Funnel zu bekommen. Danach kommt ja der VSL. Und ihr habt hundertprozentig schon mal Funnel-Videos gesehen, die so langweilig waren, dass selbst auf doppelter Geschwindigkeit man die Sache nicht zum Ende angucken konnte. Und da habe ich immer und immer wieder gesehen, der beste VSL ist verdammt kurz, knackig und separiert den Kunden von seinem Status quo hin zu einem höheren Ziel, bei dem ein Teil der Erklärung des Weges preisgegeben wird, die finalen Schritte jedoch nur in einem Call erklärt werden konnten. Das heißt, wir haben dann gesagt, um Facebook-Ads richtig hochzuballern, braucht man diese drei Schritte. Schritt 1 haben alle noch verstanden, Schritt 2 war so ein bisschen fortgeschritten, aber die Leute dachten, okay, kriege ich auch noch hin. Und Schritt 3 war dann halt der unbekannte Mechanismus, für den man leider in einen Call mit uns gehen musste. Und dann wurden halt Sales Calls gemacht. Und Sales Calls zu machen erfordert Skills. Closing lernen bringt einem keiner bei, es sei denn, man ist jetzt bei Maron im Programm. Und Ad-Demos sind ganz anders als warme Inbound-Demos, denn wenn man davor über organische Kundengewinnung Leute aus dem Netzwerk bekommen hat und die eigentlich schon mit dem Kaufintent in die Calls reingekommen sind, musste man dann halt auch mal wirklich dafür sorgen, wie kriegt man Leute, die einfach interessiert sind, so überzeugt, dann tatsächlich mit einem zusammenzuarbeiten. Und das war ein sehr, sehr starkes Learning an der Stage. Und wie wir das aufbauen im Sales-Prozess, da geht es dann im nächsten Schritt zu. Und ich habe mir gedacht, wir machen mal ein ganz kleines Praxisbeispiel hier, weil das ein bisschen vage klingt.
Ich weiß nicht, wie viele Leute hier jetzt, ich habe die Zielgruppe hier nicht so ganz auf dem Schirm, aber wir nehmen mal einen Webflow-Developer, weil das können sich alle irgendwie vorstellen, worum es da geht. Organische Kundengewinnung aus Phase 1 würde ich erstmal durchspielen. Coole Kundenprojekte posten, dann wirklich die Leute damit überzeugen, dass die sehen, okay, das ist cool, was du machst. Und dann einfach Geld aufs Konto bekommen, um Kapital für Ads zu haben. Während man organisch halt mit Kunden zusammenarbeitet und so ein bisschen so eine Vampirstimmung bekommt, das heißt, man schmeckt das erste Mal Blut und will mehr davon haben, man nimmt ja auf jeden Fall Kopfschmerzkunden an, aber man merkt auch, es gibt echt gute Kunden in der Geschichte und man merkt auch, bei welchen Kunden man gute Ergebnisse produzieren kann, weil die dankbar sind für das, was man macht. Und ich würde eine Case Study erlangen an der Stelle, wenn ich Webflow-Developer wäre, um ein greifbares Ergebnis zu definieren. Denn wenn ich jetzt mal überlege, ich bin Webflow-Developer und ich mache für jemanden ein Rebranding und eine neue Website oder sowas, dann würde ich ja irgendein Ziel definieren wollen, was man mit dieser Webseite erreichen kann. Und ein Beispiel, was ich mir jetzt wirklich aus den Rippen geschnitten habe, ich weiß nicht, wie relevant das ist, aber ich kann es mir vorstellen, wäre, wenn man für den Kunden rausbekommt, er hat eine doppelte Sign-up-Rate auf seine Challenges, Demos, was weiß ich, und das ist passiert nach der Umstellung auf Webflow. Dann würde ich dafür einen VSL-Funnel machen, der heißt, wie Kunde A seine Ad-Kosten halbiert hat und doppelt so viele Anfragen gewinnt. Weil wenn man diese KPIs, die man hat, mal umlegt und in ein Ergebnis übersetzt, dann kann man ja ein Ergebnisversprechen daraus formulieren. Und wenn man das aus der Vergangenheit, aus einer Referenz hat, umso besser. So, dann würde ein VSL-Funnel laufen, man validiert die Ads, wie das Media-Buying danach abläuft, kommen wir später nochmal zu. Aber das war so die Phase, die in dem Bereich hier von mir abgegangen ist, um das erste Mal Gesamtumsatz von der Mio zu machen. Phase 3 war dann so die Phase von 1 Mio auf 5 Mio Gesamtumsatz. Und das ist ja irgendwie diese Mittelentwicklung hier, bevor er zu Glurak wird. Weil genauso hat sich es angefühlt. Von 1 Mio auf 5 Mio war nämlich die Phase der Professionalisierung und mehr von dem machen, was funktioniert. Ich war eine Ein-Mann-Firma, das heißt Jonglieren von Client-Work, Sales-Calls und Media-Buying. Während Corona habe ich 8 bis 12 Stunden Tage komplett alleine gemacht. Und währenddessen musste ich ganz dringend eine komplette Systematisierung des Sales-Prozesses und eine Erweiterung des Offers hinbekommen. Denn zu skalieren, und das kann man hier wirklich mal fett eintragen, zu skalieren bedeutet, immer mehr Leuten, die immer uninteressiert an deinem Offer sind, trotzdem klarzumachen, dass sie dich brauchen. Das heißt, dementsprechend muss das Offer erweitert werden und ich kann nicht nur Facebook-Ads anbieten, wie jeder Vollidiot da draußen, sondern ich muss auch noch Google-Ads dazu packen und erste Beratung im Retention-Marketing und immer mehr Business-Development in dieses Offer mit einfließen lassen, weil halt einfach Kunden mehr Value brauchten, damit ich wieder mehr Geld in Ads stecken kann, um höhere Kosten zu verkraften. Und nur indem ich halt diese Dienstleistung erweitert habe, konnte ich die Preise auch erhöhen. Denn nur Preise erhöhen mit einer schlechter werdenden Dienstleistung ist ein bisschen schwierig. Weiterhin musste der Sales-Prozess unbedingt besser werden. Denn der Sales-Prozess, der davor ablief, war eher so, ich hatte 6 Calls am Tag auf dem Kalender, habe irgendwie kaum was gegessen den Tag über, hänge dann von Call zu Call zu Call und habe irgendwann dann so eine angepisste Attitude gehabt, dass ich mir nur gesagt habe, ey, jetzt kaufst du halt oder nicht. Aber das ist halt schlecht replizierbar, wenn man halt jemanden reinbekommt, der dann für einen verkauft und das sein ganzer Job ist, den ganzen Tag lang zu verkaufen. Und Alex Hormozi damals hat ein Video rausgehauen, was so pervers gut war, dass das genau unser Framework wurde, wie wir dann die Sales restrukturiert haben. Das ist das sogenannte Closer Framework. Und das ist in diese Segmente hier aufgesplittet. Clarify why they are there, also zu Beginn fragen, warum sind sie überhaupt im Call? So, also die Leute haben begrenzte Zeit am Tag, die sehen ganz viele Ads am Tag. Einfach mal fragen, was hat deren Interesse geweckt, dass sie überhaupt hier sitzen? Dann label them with a problem, herausfinden, was deren aktuelles Problem überhaupt ist. Denn wenn man ein Arzt ist und man eine Diagnose stellen möchte, dann muss man halt wissen, was sind überhaupt die Probleme, die dieser Patient hat. Danach overview past failures, mal gucken, was hat diese Person überhaupt schon mal gemacht, um am Ende des Tages sein Problem zu lösen. Denn so kann man auf jeden Fall rausfinden, wo wurde er schon mal verbrannt, was sind seine wirklichen Herausforderungen, wo hat er selbst mal irgendwie Zweifel oder limitierende Glaubenssätze. Das sind alles Sachen, die man wissen muss, um ihm dann den Urlaub zu verkaufen danach. Das heißt, wenn man jemanden überreden möchte, mit einem Urlaub zu fliegen, dann ist das nicht so, wie wenn Karl mir sagt, komm, wir fliegen nach Barcelona ganz spontan, weil da ist irgendwie ein Event, sondern man muss ja jemandem sagen, ey, ich möchte nach Mauritius. Das wird wahrscheinlich 16 Stunden Flug. Wir brauchen 3 Layover, 2 Flüge davon sind verspätet. Dann wird es auch auf dem Flug ein bisschen holprig. Wenn du Flugangst hast, ist ein Wasserflugzeug, ist also richtig eklig beim Landen. Schlechter Service dabei, Stewardess wird dich ankacken. Das ist halt wirklich scheiße, den Leuten so einen Urlaub zu verkaufen. Sondern was man den Leuten sagen muss dann, wir wollen nach Mauritius,
da sind die besten Strände. Ich habe alles all-inclusive hier gebucht. Wir sind direkt in der Villa auf dem Wasser. Also man muss dem ja das Endergebnis verkaufen und nicht den Trip dahin. Und genauso ist das auch im Pitch, wenn wir mit Kunden sprechen. Wir wollen ihm nicht erklären, ja, und dann machst du hier 3 Klicks bei Google und dann musst du das Conversion Tracking einrichten und dann wird wahrscheinlich dein Merchant Center kurz gesperrt, weil Google denkt, dass du scammst, dann müssen wir das freimachen. Das sind alles Punkte, die sind im Sales-Prozess halt wirklich irrelevant. Sondern was wir den Leuten dann erzählen müssen, sind, was sind denn die Ergebnisse, wenn wir die ganzen Challenges lösen, damit diese Person sich schon bereits in diesem Urlaub sehen kann. Das ist der Schritt darin. Wenn man diesen Urlaub so verkauft und den Leuten so sagt, ey, das ist so das, wo wir am Ende ankommen wollen, dann kommen natürlich irgendwelche Bedenken dabei und die müssen dann wegerklärt werden. Und das meine ich überhaupt nicht in einer manipulativen Art und Weise, sondern der Prospect wird einem an der Stelle ja sagen, okay, ich verstehe das, was du machst, aber ich habe entweder ein Vertrauens-Issue mit dir, mit dem Team, was du hast oder mit dem Weg. Ich glaube, das passt nicht zu meiner Brand. Ich habe schon mal was Ähnliches versucht. Also all diese Probleme, die dabei rumkommen. Aber das sind ja eigentlich nur Hilfeschreie in der Hinsicht, dass man den Leuten sagt, ich verstehe, was du meinst, hätte ich auch gedacht, aber wir haben eine Lösung, die ist gegen deine Concerns gerichtet. So, das heißt, an der Stelle wird dann halt einfach mal wirklich die Einwandbehandlung ist ein falsches Wort. Die Bedenken, die man hat, werden halt mal wirklich auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht, weil man ja hoffentlich durch die Referenzen, die man in der Vergangenheit gemacht hat, tatsächlich schon mal ähnliche Fälle erlebt hat. Und dann am Ende ist es eher Reinforced Decision, der Person am Ende nochmal ein gutes Gefühl geben, dass man sagt, hey, wir haben jetzt bisschen Pain-Digging betrieben und wir haben natürlich auch ein paar Werbeversprechen und sowas. Aber das ist wirklich eine gute Entscheidung, mit uns zu arbeiten und hier sind nochmal die Gründe, warum das richtig gut ist mit uns. Und wenn man dieses Closer-Framework mal wirklich in Form gießt und man seine erfolgreichen Sales-Calls durchgeht, dann endet man irgendwann echt immer und immer wieder in diesem Ablauf und das war bei uns dann ein großer Switch, um den Sales-Prozess besser hinzubekommen. Und durch immer mehr Hero-Case-Studies und den aufgebauten Track-Record, den wir in der Firma hatten, kam auch natürlich immer mehr Kunden rein. Und das Media-Buying, also den Traffic zu bekommen auf mein Funnel, wurde gar nicht so viel aufwendiger. Es musste nur mehr Variationen der funktionierenden Themen gemacht werden. Deswegen war noch die Phase, wo wir bei Maron super, super viele Ads gemacht haben und dann jeden Tag neue Ads irgendwie auf einmal rauskamen und dann von 10 Ads eine funktioniert hat. Das ist ab einer gewissen Stelle einfach notwendig, um Banger zu finden, die dann den Ad-Spend tragen können. Und genauso war das auch bei mir. Ich habe bestimmt 2021 über 100 Ads aufgenommen, von denen 10 Stück überlebt haben. So, und das ist jetzt von jemandem, der das für sein Lebensunterhalt macht. So, das heißt, wenn diese Erfolgswahrscheinlichkeit 1 zu 10 ist, wenn man das den ganzen Tag macht, dann muss man sich darauf einstellen, dass wenn man das zum ersten Mal macht, höchstwahrscheinlich noch ein bisschen öfter schlagen muss, um wirklich Gewinner zu bekommen. Aber sobald man eine wirkliche Gewinner-Ad hat, lohnt sich das alles und der ganze Aufwand danach wird auf jeden Fall vergessen. Und in der Skalierung kam bei mir ein großes Problem, nämlich der CPA, also die Kosten pro Neukunde, sind gestiegen, mein Return ging mal weiter runter. Also mussten zwingend die Preise bei uns in der Firma erhöht werden, um den Cash-on-Cash-Return hochzuhalten. Denn ich bin in diesem Businessmodell ein riesiger Freund davon, alle Vorteile dieses Businessmodells auch wirklich zu nutzen. Und eben ein Vorteil in einer produktivierten Dienstleistung oder einem Consulting-Unternehmen ist es ja eigentlich, hohe Margen zu haben. Das heißt, wenn das Marketing teurer wird und dann die guten Margen, die man hat, dadurch sinken, sabotiert man ja das Geschäftsmodell, was man eigentlich fahren möchte. Und deswegen mussten wir zwingend den Sales-Prozess erneut verbessern und Pipeline-Management einführen, denn ich habe damals gar keine Follow-ups gemacht. Nichts, also überhaupt nichts. Wenn die Person mir dann 3 Jahre später auf WhatsApp geschrieben hat, war das für mich ein Follow-up. So, aber ich habe nicht nachgefasst, ich habe gar nichts gemacht und das war so viel Value, der bei uns im CRM drin war, dass ich da erstmal auf jeden Fall nachziehen musste. Und ich kann mich da auch noch erinnern, da habe ich dann irgendwelche super kryptischen Nachrichten an Maron geschrieben und gesagt, oh, zeig doch mal bitte, was in deinem CRM abgeht oder sowas alles. Ich habe es gar nicht gecheckt. So, also was man da überhaupt machen muss. Und dann am Ende des Tages hat es zum Glück mit seiner Hilfe dann auch ganz gut funktioniert. Der beste Monat, den wir in dieser Phase gemacht haben, war knapp 200.000 Euro mit 15.000 bis 20.000 Euro Adspend. Aber die Cash-Collect-Quote, also selbst obwohl die Follow-ups da waren und alles, was so dazugehört, haben wir auf den Umsatz, den wir eigentlich im Vertrag abgeschlossen haben, echt zu wenig Cash eingesammelt, einfach weil die Sales von mir kamen. Ich es einfach nicht straight-faced hinbekommen habe, auf dem hohen Preis stehen zu bleiben und dann einfach eingeknickt bin und gesagt habe, ja, aber komm, Ratenzahlung kriegen wir schon hin, so, das passt. Aber gerade die Kunden, die darauf bestehen, sind meistens leider nicht die guten. So, dann kam eigentlich die coolere Phase, die Phase 4, von 5 Mio Gesamtumsatz auf 8,5 Mio, also quasi bis dann dieser angeblich nur 17 Leute habende Award kam. Ich bin damals bei Nick Cosman, den jetzt zu Google bringt nicht viel, weil er irgendwie von der Bildfläche verschwunden ist, in die Sales Process Over Mastermind gegangen mit Maron zusammen damals. Und das war echt extrem witzig, weil wir waren beide in einem Call mit ihm. Der Typ hat ein Consulting-Unternehmen innerhalb von 2 Jahren irgendwie auf über 15 Mio gebracht und mit 2000 Kunden zusammengearbeitet und war ein absoluter Sales-Gott.
Also das war der krasseste Sales-Prozess, den ich hier erlebt habe. Und ich bin da eigentlich nur reingegangen, um den Funnel zu hacken, also wirklich zu gucken, was geht bei dem eigentlich. Und dann nach 90 Minuten Demo war ich so weich geprügelt, dass ich gekauft habe, obwohl ich es gar nicht wollte. So, und da war mir eigentlich klar, das will ich haben. Genau das brauche ich. So, weil genau das ist ja das Ding, was man in der Skalierung haben möchte. Man möchte immer mehr Leuten, die immer uninteressierter sind, das Produkt trotzdem verkaufen. Und das haben die bei mir mit so einer Expertise geschafft, dass ich mir dachte, nee, also hier müssen wir jetzt richtig rasieren. Und nachdem ich anfänglich die Customer Success Ebene, also mit den Kunden zu arbeiten, ausgebaut habe, um mehr Zeit für Arbeit am Unternehmen zu haben, konnte ich mich dann endlich mal Themen widmen, wie Pipeline Management Prozessen. Wir haben dann auch mal echt einen CRM eingebaut, wir haben Close genutzt, was von Maron ja auch präferiert wird, und haben die Preise wirklich extrem erhöhen können, in der Zeit von 6 auf 12.000 Euro upfront für 6 Monate, und ich konnte endlich mal den ersten Sales Rep reinbringen. Und hier kam ein ganz, ganz großes Learning, für das ich immer noch dankbar bin und noch nicht weiß, wann ich dafür mal die Rechnung bekomme, weil das war echt viel Glück. Ich habe den Top 3 Sales Rep von Nick Kosman damals abgeworben. Der kannte alle Prozesse, war zweisprachig, halber Ami, halber Deutscher, kannte alles. Und bei Nick ist das Unternehmen gerade so ein bisschen runtergegangen. Deswegen war es die perfekte Situation, den Vertriebler abzuwerben. Und der kannte also alle Prozesse von ihm, kam direkt als Exekutive rein, anstatt sich in ein gemachtes Nest zu setzen. Und der hat bei uns im ganzen Prozess geholfen, mit aufzubauen. Das war ein purer Glücksgriff, für den ich gar keine Credits nehmen kann. So, dann ging auf jeden Fall Scaling with Balls. Und ich dachte nicht, dass so viele Frauen hier sind. Ja, dann wurde mit Eiern skaliert. So, das Punkt. Danach konnte ich endlich mal richtig auf dem Adspend draufdrücken und konnte eine massive Erhöhung der Preise im Frontend durchbringen. Denn nur wenn man auf so einem Level an Scalen, wir waren hier ja schon bei knapp 200.000 Euro Umsatz im Monat, aber wir wollten ja deutlich höher, sind die Ad-Kosten immer und immer mehr explodiert. Und egal, was ich gemacht habe, Facebook, YouTube, LinkedIn, überall, die Preise sind immer und immer mehr explodiert in den CPAs. Und deswegen haben wir die Preise immer mehr erhöht, sodass wir mittlerweile bei einem Minimum-Retainer von 10.000 im Monat angekommen sind. Und wir werden es auch immer und immer weiter pushen. Das heißt, die Kunden, die jetzt gerade bei uns drin sind, werden höchstwahrscheinlich die günstigsten Kunden sein, die wir in 6 Monaten haben werden. Und das sagen wir den Leuten auch im Sales Call, sodass wir konstant die Preise erhöhen. Und das ist einfach notwendig, um auf einem Level an Scale weiterzuarbeiten. Und damit, so muss sich jeder anfreunden, dass je länger er in dieser Journey sein wird, nicht weil er sich überheblich einstuft oder sowas, es muss zwangsläufig der Preis immer und immer höher gesetzt werden. Man kann es Inflation nennen, ich nenne es eher Notwendigkeit, um die CPA so verdauen zu können, dass man immer noch eine hohe Marge bei sich hat. Wir haben nämlich gleichermaßen das Anforderungsprofil der Clients erhöht, um mehr Impact zu haben. Denn davor haben wir wirklich, sofern er eine E-Com-Brand hatte, Shopify genutzt hat und einen Puls hatte, haben wir ihn eigentlich angenommen. Das wurde ein bisschen schwierig für die Preise, die sie abrufen wollten, denn dann sind unsere Traumkunden jetzt eigentlich die, die bereits 7-stellig im Jahr sind, weil wir dann richtig was machen können. Und wir konnten aufgrund der vergangenen Cases eine ROI-Kalkulation der vorigen Ergebnisse machen und dementsprechend einen Preisrahmen festlegen, den wir easy rechtfertigen konnten. Denn aus einer Erhebung aus den vergangenen Kunden bei uns konnten wir sagen, wenn ein Kunde mit uns zusammenarbeitet, wird er höchstwahrscheinlich im Laufe der Zusammenarbeit 1,4 Millionen zusätzlichen Umsatz in seiner E-Com-Brand einfahren. Und wenn man dann 1% davon capturet, ist das schon eigentlich ein fairer Deal. Und das haben dann auch die Kunden, die danach kamen, so empfunden. Und das hat mir wieder mehr Marge gegeben, das Customer Success Team immer mehr aufzubauen. Wir haben jetzt bei uns 3 Leute im Customer Success, die unfassbar gut sind. Also wirklich so unfassbar gut, dass ich denen auch wirklich mehr zahle, als wenn sie selbst eine Agentur hätten. Und das ist einfach notwendig, um am Ende des Tages diese Kundenergebnisse so hoch zu halten, um halt medial wirksam auch nach wie vor pushen zu können. Denn jeder kennt so diese Marktbegleiter, die mal irgendwie ein paar Monate Hochzeit hatten und dann irgendwie abgestürzt sind. Es kommt meistens nicht, weil sie vergessen haben, wie man Ads schaltet, sondern meistens, weil sie bei den Kunden oft reingeschissen haben. Und das wollte ich auf keinen Fall riskieren. In der Phase, wo wir uns dann wirklich auf diese 7-stelligen Brands konzentriert haben, haben wir, und das ist ein ganz wichtiges Learning, man muss beobachten, was die Kunden wirklich für Challenges haben, ein ganz wichtiges Thema beobachtet. Nämlich der Inhouse-Aufbau von Brands, also Marketing, Retention, Creative, all das muss bei den Brands zwangsläufig in-house liegen, um langfristig profitabel zu sein. Und dieses Agenturbetreuungsding, rein Done-for-You-Agentur, ist für E-Com bei diesen High-Growth-Cases einfach sinnlos. Denn wenn man die Sache mal wirklich sieht, outperformt ein In-house-Marketing-Team immer eine typische Agenturbetreuung. Und als wir das gesehen haben, haben wir Testläufe angefangen, haben einen ehemaligen Mitarbeiter von uns ausgebildet und bei einem damaligen Client im Kosmetiksektor geplaced, der dort nun mittlerweile zum Head of Growth aufgestiegen ist. Und wir haben gemerkt, krass, diesen E-Com-Brands ein ganz anderes Level an Service zu bieten, was kein anderer Typ im Markt bieten kann,
lohnt sich. So, also haben wir das dann auch mal ein bisschen mehr gemacht und auch danach angefangen, Creative Strategies bei denen zu platzieren, weil das Media Buying wäre ja gelöst und wir platzieren jetzt gerade die Woche bestimmt 5 bis 10 Media Buyer bei Brands und rekruten die, sourcen die, trainieren die und packen die zu den Brands rein. Und als wir gemerkt haben, das läuft, haben wir gesehen, okay, Creative Strategies ist das nächste Ding, was E-Com-Brands brauchen und dementsprechend wurde die Dienstleistung darauf angepasst. Und die Effizienz, auch da, ging dann wieder nach langer Zeit im Markt immer mehr verloren. Deswegen habe ich angefangen, organischen Content zu starten, um Lead Nurturing zu betreiben. Denn bis zu diesem Punkt gab es nicht einen organischen Post von mir auf irgendeinem Netzwerk. Kein YouTube-Video, kein LinkedIn-Post, gar nichts. Das Einzige, was dann wirklich passiert war, war 2 Jahre vorher, dass ich mal in Facebook-Gruppen irgendwelche Leute angeschrieben habe und gesagt habe, ey, das Programm, wo wir drin sind, scheiße, komm mal zu mir. So. So, das heißt, dann habe ich den YouTube-Channel gestartet, habe mit dem ersten Video tatsächlich einen Nerv getroffen, weil das war zu der Zeit, als TikTok-Ads ein ganz heißes Ding waren und wir hatten einen High-Growth-Case auf TikTok-Ads, wo wir mit so einem Rasierer, der überall viral gegangen ist und dann auch von der Bildfläche verschwunden ist, über 2 Millionen 70 Tagen umgesetzt auf TikTok-Ads und das war natürlich ein super heißes Thema, was wir als Case-Study auf YouTube präsentieren konnten und da konnte ich dann die ganze E-Mail-Liste, die ich hatte, durch die ganzen Ads, die wir gekauft haben, auf diesen organischen Content ballern und dann ging das auf jeden Fall so ab, dass der YouTube-Channel jetzt einer der Haupteinnahmequellen von uns ist, einfach weil die Leute am Ende des Tages den Value sehen, der da zustande gekommen ist und das war ein riesiges Learning von mir an der Stelle. Es ist super unangenehm, von null an richtig dick Content zu machen, weil man ja noch gar nicht weiß, über was man reden sollte. Und das Schlimmste ist es eigentlich, so generellen Glückskicks-Content zu machen, wo man denkt, okay, das könnte meine Zielgruppe interessieren, aber davon gibt es halt verdammt viel. So, das heißt, das Beste ist eigentlich, erstmal zu machen und dann später über Sachen zu reden, die man gemacht hat. Und wenn man halt wirklich mal Content angehen möchte, wo man sieht, okay, ich habe ein Ad-Business, ich möchte mehr Effizienz haben, dann ist das Allerbeste, was man machen kann, über die Sachen, die man tatsächlich gemacht hat, zu berichten, anstatt irgendwelche sinnlosen Tutorials zu machen, wie man Sachen machen könnte. Denn es gibt 3 Sachen der Value Delivery. Das eine ist, ich glaube, es ist so. Das zweite ist, ich habe schon mal gesehen, es ist so. Und das dritte und viel wertvollste ist, ich habe schon mal so gemacht, eventuell hilft es dir auch. Und das ist nämlich die Sache, die einem am allermeisten Value gibt. So, aus dem Content, der am meisten geknallt hat, haben wir dann halt wieder Ads gemacht. So, das heißt, der Content, der organisch die meiste Traction bekommen hat, war dann perfektes Futter, um den dann auch oben wieder in unseren Funnel reinzupacken, haben das wieder in den Opt-in und den VSA geklatscht und dann angefangen, strategische Partnerschaften einzugehen, beispielsweise auch mit Karl von Accelerated, um Netzwerk aufzubauen und proaktiv Referrals voranzutreiben. Und an der Stelle ist dann ein sehr cooler Faktor, wenn man Track Record hat, dass man sich mit anderen Marktbegleitern, die in einer selben Nische, aber andere Dienstleistungen anbieten, Partnerschaften abzuschließen. Denn bei uns ist das so, wenn Brands von 7 auf 8-stellig gehen, brauchen die zwingend CRO irgendwann, da bringen wir immer Karl rein. Und wenn Karl Brands hat, die irgendwie ein bisschen zu klein sind für ihn oder wo halt mal ein bisschen auf der Traffic-Seite was fehlt, bringt er die zu uns und so arbeiten wir uns gegenseitig zu und haben mittlerweile über 15 Kunden, die zusammenarbeiten. Und das ist halt eine der lukrativsten Sachen gewesen, die ich bisher je gemacht habe. Nicht kalkulatorisch, sondern einfach vom Value her. Und wenn man in einer Branche ist, sollte man immer gucken, gibt es Zulieferer oder Marktbegleiter, mit denen ich mir meine Zielgruppe teilen kann und man sich gegenseitig jetzt nicht irgendwie am Thron sägt. Einfach um diesen Value zu capturen, denn am Ende des Tages brauchen die Kunden ja eh beides. Und wenn man dann halt diesen Funnel, wie man jetzt so nennen mag, enger halten kann und den Leuten tatsächlich Tipps geben kann, also du brauchst jetzt CRO, faktisch, aber anstatt zu einem Random zu gehen, kannst du jetzt zu ihm gehen. Mit dem haben wir schon super viel gemacht und kriegst noch einen guten Deal von uns, wenn du über uns kommst. Das ist ein Win-Win für alle Seiten. Und diese Zulieferer-Thematik finde ich super spannend. Und gerade wenn man im Marketing-, Grafik-, Programmierer-Bereich ist und sowas, ist das natürlich perfekt, weil das sind so komplexe Nischen. Da braucht man immer mehr als einen Dienstleister. Und da sollte man mal wirklich auf die Suche gehen, ob man sich mit Leuten vielleicht Geschäft teilen kann. Das Ergebnis aus der Geschichte war ein radikales Wachstum bis auf 500.000 Euro Umsatz im Monat. Und das kann ich auch anpassen, weil der beste Monat waren jetzt 560. Denn die Notwendigkeit eines robusten und klaren Backends, um Customer Success zu verbessern, wurde dann offensichtlich. Es gibt ja diese ganzen Regeln da draußen, hier vorne Low-Ticket-Frontend, dann hast du da dein Produkt, Value-Equation, Ladder und was weiß ich, es von Russell Brunson und sowas gibt. Ich finde das immer super schwierig zu antizipieren, dass man sagt, ey, ich habe jetzt das Programm und dann das und dann das. Und immer wenn jemand mit mir spricht und der so 1000 Pläne über Programme hat und so Stufen und so aufbaut, weiß ich eigentlich, dass die Person broke ist, weil meistens wird sowas aus dem bestehenden Geschäft entwickelt, um den nächsten Schritt abzubilden. Und wenn ich vor 2 Jahren hätte entscheiden müssen, was bei uns die Stufen der Services sind, wäre ich maßlos gefailt. Viel besser ist es, erstmal eine kritische Masse aufzubauen und dann anhand des Needs der Kunden, die man eh hat, zu überlegen, was der nächste Schritt ist. Und an der Stelle haben wir einen großen Prio-Shift gemacht. Von Sales um jeden Preis hin zu Customer Success um jeden Preis plus die Minimierung von Churn im Extrem.
Damit sage ich jetzt nicht, dass es vorher anders war, aber das angehäufte Kapital an der Stelle ließ deutlich langfristigeres Denken zu. Und während vor 2 Jahren beispielsweise bei uns am allermeisten gefeiert wurde, wenn ein neuer Kunde reingekommen ist, haben wir das hier bei uns jetzt eigentlich geswitcht. Das heißt, wir haben jetzt einen Churn-Channel. Das heißt, wenn irgendwo irgendwas ansatzweise schief läuft, ist das ganze Team selbst um Mitternacht irgendwie aktiv, weil wir überlegen, fuck, was läuft hier schief? Wie können wir dieser Person Value geben? Und wie können wir in irgendeiner Art und Weise dieser Person mehr helfen? Weil sie braucht ja offensichtlich mehr Hilfe. Und dieser Switch war für uns super wichtig und hat mich auch deutlich ruhiger schlafen lassen. Denn mich hat das richtig fertig gemacht, mal irgendwo einen negativen Fall zu haben, um dann einfach neue Kunden reinzuklatschen. Weil irgendwann hat man nicht nur positiven Word of Mouth, sondern auch wirklich negative Mundpropaganda, die man unbedingt vermeiden sollte. Und wenn man anfängt, wirklich nach allen Regeln der Kunst Kunden zu sein, kann ich nur jedem raten, diesen Switch zu machen, auch wirklich die Sachen, die schief gehen, zu betrachten, anstatt sich nur auf Neugeschäft zu konzentrieren. Wie gesagt, es ist nicht so, dass wir da irgendwie immer drauf geschissen haben, sondern die Priorität im Sinne von, das ganze Team feiert, wenn Neukunde reinkommt, das wurde akzeptiert. Es kommen neue Kunden rein, es kommen 4, 5, 6 Kunden im Monat rein. Aber was viel wichtiger war, ist zu reduzieren, dass irgendeiner irgendwann mal eine schlechte Erfahrung macht. Und das ist für uns super wichtig gewesen, um das Level auch halten zu können. So, Phase 5 fortlaufend. Wie ihr seht, die Pokémon-Evolution ist hier vorbei, deswegen gibt es jetzt ein neues. Die Market Sophistication, also wirklich der Fortschritt des Marktes, wie er über diese Themen Bescheid weiß, die man hat, ist mittlerweile im E-Com und ich glaube in den meisten Spaces auf einem All-Time-High. Jeder weiß mittlerweile, dass man Facebook-Ads für E-Com schalten kann. Jeder weiß, dass man E-Mails schicken sollte, um Bestandskunden zu konvertieren. Und jeder weiß auch mittlerweile irgendwie, dass man in-house was aufbauen muss. Immer mehr Agenturen und Coaches und Dienstleister nutzen zudem Ads. Das heißt, die Situation, die ich vor 3 Jahren hatte, dass ich irgendwie der Einzige war, neben Karl S. oder so, der auf YouTube geworben hat, ist vorbei. So, das heißt, es gibt so viele Leute, die jetzt auf denselben Ad-Channels wie ich Ads schalten für ähnliche Offer oder sowas. Es gibt immer mehr Copycats der Positionierung, Funnel-Hacker und vermehrte Exposure dadurch, dass immer mehr Leute in diesem Space immer und immer mehr wissen. Dementsprechend gibt es an der Stelle für uns keine Möglichkeiten mehr, ausgedachte Methoden zu spielen, weil ein potenzieller Backlash befürchtet wird. Das Letzte, was ich jetzt so machen würde, wäre, mir einen ganz neuen Mechanismus auszudenken, weil ich jetzt irgendwie Leute wieder reinbekommen möchte, weil das fällt uns früher oder später auf die Füße. Zu Beginn würde ich aber sagen, Marketing-Claims ganz hoch ansetzen und dann gucken, dass man irgendwie delivern kann. Aber ab einer gewissen Reputation muss man auf jeden Fall zugucken, dass alles komplett squeaky clean ist, würde ich so sagen. Und an der Stelle bietet es sich dann auch, gut versichert zu sein. Aber da sitzt Tobi ja auch da, der das bei mir regelt. So, aus diesem Grund, riesiger Shift weg von Demand Capture at all cost. Das heißt, nur die Leute abzuholen, die jetzt gerade kaufbereit sind, hin zu Demand Generation. Und das sind jetzt Buzzwords, aber die These dahinter ist, wenn ein Markt offen ist, gibt es wenig Player im Markt oder in der Traffic-Quelle und dann kann man sich voll darauf konzentrieren, jetzt irgendwie die 3% der kaufbereiten Leute zu nutzen. Denn während ich einer der Einzigen war, der auf YouTube-Ads E-Com-Clients gewonnen hat, konnte ich mich einfach darauf konzentrieren, einfach auf YouTube-Ads E-Com-Clients zu gewinnen. Aber wenn es immer mehr Leute gibt, die das halt auch nutzen, so, da muss man halt gucken, was macht man denn danach? Und in jedem Markt gibt es 3% der Leute oder 2% der Leute, die jetzt gerade kaufbereit sind, aber 97% der Leute, die noch nicht kaufbereit sind. Und diese Zielgruppe muss warm gemacht und enabled werden, künftig mit dem Arbeiten zu können. Es muss eine konstante Thought Leadership etabliert werden, um von Copycats immun zu sein. Denn während man jetzt gerade sieht, dass bestimmte YouTube-Videos von uns teilweise in echt schlecht kopiert werden, hätte mich das früher total abgefuckt, weil wir keine Etablierung in diesem Markt hatten. Aber mittlerweile zahlt das irgendwie sogar auf unsere Brand ein, weil die Leute merken, okay, der kommt von da. So, das heißt, wenn man wirklich seine Brand aufbaut, ist es vollkommen egal, ob Leute einen nachmachen, weil man halt als Thought Leader auch so wahrgenommen wird und die Leute dadurch automatisch zu angetrieben werden. Und die Methoden, die wir jetzt gerade angehen, um von 560k auf 1 Million im Monat zu gehen, ist give away all the information. Ich will auf YouTube alles raushauen, was wir machen, rein thematisch, was so geht. Denn nur dadurch kommen Leute rein, die das umsetzen und Vertrauen aufbauen, die eventuell von sich aus nicht gekauft hätten. Also dasselbe, was Karl gesagt hat mit seinem Twitter-Grind, den er da gemacht hat, aber dasselbe auch bei uns. Wir haben Leute, die, und das ist kein Joke, die haben unseren Free-Content genommen, sind von 15.000 Euro Umsatz im Monat und irgendwie kaum Profit auf 6-stellig im Monat gegangen, sind dann zu uns gekommen, haben unser erstes Programm gekauft mit dem ganzen Profit, den die hatten, weil die uns so vertraut haben. Und dann haben wir da 3 Monate mit denen gearbeitet. Jetzt machen sie konstant 1 Million im Monat und haben aufs nächste Jahr verlängert. Und das wäre nicht passiert, wenn wir nicht diesen ganzen guten Content auf YouTube rausgehauen haben. Und wenn man das aus einer Position der Stärke heraus macht, weil man halt über Cases berichten kann und dann nochmal so ein bisschen Education mit reinpacken kann, ist das die geilste Situation ever. Ich meine damit jetzt nicht, dass man beispielsweise als Webflow-Developer eine Klick-für-Klick-Anleitung machen muss, wie man eine Webflow-Seite baut. Aber vielleicht ja doch.
So, das heißt, vielleicht gibt es ja Kunden, die gerade in dem Mindset sind, dass sie sagen, ja, okay, also 7.000 Euro für eine Webflow-Seite ausgeben, so, weiß ich nicht, ob ich das machen würde, ich mache das erstmal lieber selber. Wenn diese Person das erstmal selber macht und dann selber merkt, okay, das sind die Grenzen für mich und dann sieht, okay, ich möchte immer so eine krasse Animation wie beim Apple Store, wenn ich runterscrolle, dass der Laptop sich aufklappt oder so, dann erweckt man ja ein Need bei der Person, auch wirklich zu checken, krass, es gibt Experten und das ist auch gut, dass es Experten dafür gibt, weil man halt sich dem Problem bewusst wird, die man hat. Und ich habe hier natürlich ein bisschen leichter zu sprechen, weil das E-Com-Thema ein bisschen breiter ist und wir über alle Ad-Channels reden können, wir können über E-Mail reden, wir können über Cases reden. Aber am Ende des Tages sollte jeder sich mal überlegen, was sind die Pillar-Contents, die man hat? Also wirklich die wiederkehrenden Themen, die unsere Kunden immer und immer wieder beschäftigen und dann darauf basierend Content rauszugeben. Dann strategische Partnerschaften und Auftritte müssen gehebelt werden. Das ist der Grund, warum ich hier stehe. Also natürlich auch aus Solidarität zu Maron, aber am Ende des Tages erwarte ich natürlich auch, dass wenn ich diesen Content abfilme und den auf YouTube packe, dass Leute sehen, krass, der Typ kann nicht nur vorm PC sitzen, sondern tatsächlich auch hier stehen. Und deswegen bietet es sich total an, wenn man in irgendeinem Space ist, dass man einer gewissen kritischen Masse auch wirklich mediale Aufmerksamkeit sucht, damit immer mehr Leute in den Funnel frisch reinkommen, um zu sehen, krass, die Person gibt es ja wirklich. Und wenn diese Person in einem Sales-Prozess steckt, bei 2 oder 3 Dienstleistern, aber du mehr geistigen Real Estate bei dieser Person hast, die sich mehr damit beschäftigt hat oder mehr Content von dir gesehen hat, wirst du im direkten Vergleich immer gegen die anderen Personen, die anonym sind, gewinnen. Und das war ein Learning, für das ich tatsächlich viel zu lange gebraucht habe. Dann Assoziierung mit Prestigekunden und Kontakten, um Strahlkraft zu bekommen. Es hat einen Grund, warum ich jetzt beispielsweise die ClickFunnels Awards und sowas zeige. Also die längste Zeit, ich muss sagen, ich bin handwerklich total der Vollidiot. Ich konnte nicht mal an die Wand hängen, deswegen standen die immer so bei mir in der Ecke rum. Aber ich habe die jetzt bei mir aufhängen lassen, bei mir, damit ich dann in Sales Calls oder bei Content und sowas die Sachen da habe, also Strahlkraft damit erzeugen kann. Und wenn es irgendwelche Sachen gibt, die einen auszeichnen, dann hat man nur Vorteile davon, Sachen mit Strahlkraft tatsächlich zu machen. Denn während man sich selbst dabei vielleicht ein bisschen blöd fühlt, ist das unterbewusst für super viele Leute relevant und für viele Leute sogar deutlich relevanter, als man denkt. Deswegen muss man mit diesem Mindset-Shift auf jeden Fall klarkommen, auch ein bisschen mehr auf die Trommel zu hauen, damit die Leute einen hören. Dann, Sales muss zu einer festen Organisation werden, anstatt eine Bestellung anzunehmen. Wir haben angefangen, jetzt auch Outbound-Sales zu machen. So, also die allerlängste Zeit war es wirklich rein Ads und Content. Und mittlerweile haben wir halt so viele Case-Studies, dass wir auch an Brands einfach kalt rangehen können und die durch mehrere Calls und Follow-ups tatsächlich in unseren Demo-Prozess konvertieren können. Da auch wieder Lifehack, ich habe einen der besten Outbound-Reps von einer recht bekannten Firma abgeworben, wo ich gesagt habe, ja, hier, komm, mach das mal bei mir, kriegst du das Doppelte. Und das ging auch tatsächlich ganz gut. Und das ist auch ein guter Lifehack, das zu machen und immer aus der Fülle heraus solche Entscheidungen zu machen. Denn A-Player kosten das Doppelte bis Dreifache zu anderen, performen aber 10-mal so viel. So, und das ist eine Geschichte, die ich auf jeden Fall immer wahrnehmen würde. Was haben wir gemacht an der Stelle? Wie gesagt, Launch des YouTube-Channels mit ungesehenen ausführlichem Content. Die zeigen tiefe Expertise und altruistische Hilfe. Der Content ermöglicht kleineren Brands, die noch nicht in unserem perfekten kleinen Profil sind, zu unserem Kunden zu werden. Und dann diese Dark-Funnel-Psychologie erfordert einen Switch in unserem Media-Buying. Ich habe angefangen, als wir das erste Mal, ich glaube, 5 Millionen Gesamtumsatz hatten, dann auch mal wirklich Facebook-Ads für uns zu machen. Das lag nicht nur daran, dass Facebook wieder ein bisschen gnädiger wurde, aber weil ich einfach auf allen App-Plattformen Omnipräsenz haben wollte. Dann pushen wir Content und die Consumption des Contents im Frontend, damit mehr Leute einfach sehen, was wir machen. Starken Fokus auf das Stacken von extrem starken Brands, um einen Burggraben zu festigen. Es gibt so einen Running Gag im E-Com-Space, dass irgendwie jeder mal mit Snox gearbeitet hat. Wir nicht, ist vielleicht auch schon USP. Aber die meisten Brands haben das als Case Study bei sich auf der Seite, einfach um Strahlkraft zu bekommen. Und dann denken alle, okay, krass, wenn die mit Snox gearbeitet haben, dann muss das wohl irgendwie gut sein. Dann extrem direkte Iron VSL, um alle kaufbereiten Leads konstant abzuholen. Da sage ich gleich was zu. Und wenn wir das mal alles reverse engineeren, dann sind wir eigentlich nur durch 3 Funnel gegangen, obwohl das hier so viel Content war. Der erste Funnel, wenn wir das organische mal ausklammern, ist ein direkter VSL. Einfachster Weg ist der direkte, ganz normaler Weg, Add, VSL, Call, Close. Organische Case Studies für Social Proof, eine seriöse Garantie geben, kurz den Prozess erklären, Pitch auf den Call und dann Facebook und YouTube dafür loslegen. Und wenn wir hierfür mal ein Beispielskript machen wollen, das Beispielskript ist 500 Euro Stunden als Freelancer. Leute halten mich für einen Spinner, wenn ich ihnen sage, dass das mein stundenlang als Freelancer war. Mit der üblichen Methode, seine Zeit 1:1 gegen Geld zu tauschen, war ich konstant gestresst, bla bla bla. Die neue Methode ist viel besser. So, das war die Ad. Dann kam der VSL, der sagt nochmal, okay, 500 Euro die Stunde ist möglich, aber nicht leicht. Das sind die Schritte, um das zu machen. Schritt 1, 2, 3. Der dritte Schritt ist halt eine sehr individuelle Anpassung des Prozesses und die kann halt nur im Call gemacht werden. So, ganz normaler Funnel. Und dann wird halt der Call gemacht. In dem Call wird das Closer-Framework abgehasselt und am Ende des Tages wird die Person zum Kunden und sitzt bei einem Event hier. So,
Nach 200.000 Euro Umsatz im Monat würde ich immer empfehlen, einen indirekten VSL daneben zu launchen. Das heißt, das ist diese Lead-Magneten-Geschichte, die ihr schon mal gesehen habt. Leute, die jetzt irgendwie sagen, free Checklist für was weiß ich oder die 100 besten Ads, die wir gemacht haben oder Angebotsvorlagen für Freelancer und was es da nicht alles gibt. Die Sachen macht man, um Leute, die generell interessiert sind, aber eventuell keinen Kaufintent haben, einfach in seinen Funnel reinzubekommen. Und der Vorteil dessen ist, super günstige Cost per Lead, aber sie haben keinen Kaufintent. Das heißt, Setting und Sales wird schwierig. Um das Ding zu hebeln, haben wir es jetzt eigentlich mal so gemacht, dass wir dieses Freebie dann delivern und danach den Pitch VSL ranhängen, damit die Leute, die halt sich identifiziert haben als jemand, der dieses Thema interessant findet, dann auch noch den Pitch sieht. Aber hier ist der Return auf jeden Fall ein bisschen langfristiger. Und wenn man seinen direkten VSL hat, der die Leute direkt auf den Kalender holt, hat man hier auf jeden Fall Sachen, die das Sales-Team richtig beschäftigen können. Denn da muss man im Setting und Sales auf jeden Fall ein bisschen mehr Rückwärtssaltos machen als vorher. Aber wenn man das auch wirklich knackt und den Sales-Prozess besser hinbekommt, ist das ein absoluter Push und hat uns damals, als das mit TikTok-Ads und Ruby viral ging, wirklich verdoppelt, so bis verdreifacht. Und das war so eine krasse Erkenntnis, dass wir parallel die beiden Sachen laufen lassen sollten, dass ich es jedem empfehlen kann an der Stelle, wenn der direkte Funnel gemaxt ist, das dann auch zu machen. Und danach geht es dann halt los über das Education-Based Selling, kaufbereites Marktsegment, welches nicht bereites Kaufsegment. Das heißt, Leute, die auch noch gar keine Ahnung haben, dass sie das brauchen, was du machst, zu educaten, warum es sinnvoll ist, was du machst. Und dafür würde ich eine Free-Content-Basis machen, je nachdem, mit was du komfortabel bist. Ich fand YouTube mal ganz cool, weil wir YouTube-Ads gemacht haben und ich dann die Channel-Viewer retargeten konnte. Aber wenn man jetzt irgendwie jemand ist, der gerne Podcasts oder sowas macht und irgendwie was Interessantes zu erzählen hat, kann das auch ein Podcast sein. Oder es können irgendwelche Insta-Reels oder sowas sein. Ich mag es nur, hier den direktesten Weg zu gehen und wirklich viel Content rauszugeben. Und wenn man ein YouTube-Video macht, was extrem gut ist, kann man danach auch Snippets machen und die auf Instagram platschen. Das heißt, Content-Arbitrage zu betreiben, macht dann Sinn, weil ich möchte nicht vier verschiedene Content-Arten für vier verschiedene Plattformen machen. So. Strategische Partnerschaften eingehen, klar. Und dann Media Buying bedeutet einfach nur, mehr Augäpfel auf das Offer zu packen. Checkliste, was für den Weg notwendig war. Zu Beginn Zielgruppe finden und Offer bauen. Verkaufen und validieren. Kapital sammeln. Ad-Channel own. Commitment auf einen einzigen Funnel die längste Zeit. Die ganze Zeit Zoom-In und Zoom-Out der Engpässe. Also jetzt werden meine Kosten pro Call zu hoch. Also bedeutet das, ich muss hier wieder variieren. Arbeiten bis zum Burnout, dann erst Flow, dann Friction. Das heißt, richtig viele Kunden reinholen, die Leute auch wirklich abfrühstücken, um dann zu merken, das sind die Prozesse, die ich dafür brauche. Denn alle Prozesse, die ich nicht aus dem Burnout gebaut hatte, sind dann auf Scale irrelevant gewesen, weil das da überhaupt nicht das war, was wir gebraucht haben. So, das heißt, erstmal wirklich rausfinden, was man braucht, um das dann zu delivern, um sich die Sache dann einfacher zu machen. Dann Hiring von wenigen A-Playern. Bei 560.000 Umsatz im Monat haben wir 8 Mitarbeiter. So, das heißt, man braucht nicht mehr, wenn man es richtig aufbaut. Die Maschine muss gefeintuned werden, dann kann man mehr in Spend ausgeben, kann irgendwann achtstellig gehen und sollte sich dann mal kugelsicher machen lassen mit allem, was so dazugehört. Und damit meine ich jetzt Unternehmensstruktur und Liquidität und Cashflow. Was sind die Key Skills dafür? Offer und Positionierung, ganz klar. Funnel-Psychologie, Media Buying, also Facebook, YouTube, TikTok-Ads, alles, was dazugehört. VSLs schreiben und lernen, Delivery vor der Kamera, Sales und Sales-Prozesse, Mitarbeiter finden und trainieren, Prozesse in der Firma und Business Development. Und weil mein Speaking-Slot schon fast vorbei ist, habe ich mit Maron überlegt, dass dadurch, dass ja, redet nachher auch drüber, in der Neuauflage von DBO eine Menge neuer Content drin ist, habe ich den ganzen Stuff, der dafür notwendig ist, Maron gegeben und werde ihm dabei helfen, die Sachen bei euch umzusetzen. So, das heißt, wenn irgendjemand das geil findet, mich kann man dafür nicht buchen. Wir machen nur E-Com. Aber wenn er sagt, okay, ich möchte genau das hier irgendwie meistern, dann sollte er nach dem Event auf Maron zukommen, denn ich werde die Sache unterstützen. Applaus